Eins, zwei, drei. Oh, ja, boah. Yeah. Sechs. Fünf, drei. Ja, guten Tag. Hier ist Bach. Ach, Sie sind es. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte eine Pizza bestellen. Was, wohin? Ja. Sehr scharf und mit viel Gewürz. Ja, und zwar in den Abdurrahim Üzüdoğru Park in Grafenhainien. Wollen Sie mich verarschen? Ich will Sie nicht verarschen. Ja, Sie können mich mal kreuzweise am Arsch lecken, wenn ich das habe. Verarsche ich nicht. Hallo, ich bin schon lange Kunde. Hallo? Hallo? Assis. Dreck. Naja. Hi und willkommen in meinem Hofgarten. Hi. Hi. Hi und Willi. Hi und willkommen zu einem neuen Vorstellungsvideo. Das ist mein letztes Video, was ich mit der PP700 gemacht hatte. Ja, leider nicht mehr in Deutschland zu sehen, weil mein Stuntman Pete mitspielte und das war nicht erwünscht. Was mit Rassismus oder so. So, Pete geht gut. So, hier, Pete. Da ich ein paar Neuerungen habe hier. An meiner Air Max PP700 SA, hat auch nichts mit dieser Sturmabteilung zu tun. Ich habe hier einen Schalldämpfer dran gebastelt, einfach weil es cooler aussieht. Und dann habe ich hier noch in Red Dot verbaut, hier, klein und süß, aber zum Durchgucken so ziemlich perfekt. Achso, andersrum. Klappschaft. Das ist auch eine tolle Erfindung. Kann man nämlich umklappen, in den Rucksack packen, natürlich verschließen mit einem riesen Voreingeschoss und aufklappen, wenn man sie brauchen will. Und es scheint im Anschluss, bei meiner riesigen Schulter sieht das ein bisschen winzig aus, aber es sieht im Anschlag so aus, als wenn das funktionieren hätte. Ich werde das heute testen. Ich werde heute zwei Tests machen hier dran. Einmal werde ich auf Scheibe schießen und zwar in laufender Entfernung. Das heißt, ich werde laufen und nach je 5 Metern immer einen Schuss machen und sehen, ob ich das Ziel noch treffe. Das Ganze werde ich ausreizen, bis ich nicht mehr treffe im Stehen und dann noch im Sitzen schießen, hoffentlich, dass ich die Genauigkeit hier von diesem Gerät zeigen kann. Da wird diese Schusskonstanz hier von diesem umgebauten Pistolen, Gewehr, Kurzgewehr, Ding, ist sehr gut. Also sehr wenig Abweichung. Das war jetzt nur bei sehr teuren Zeug. Für 200 Euro hier, für das Ding, das ist das ein super Preis. Hier ist ein Regulator verbaut. Und wir werden heute noch testen, wie viel Schuss ich da rauskriege. Bis hier die Schüsse abfallen und ich sie sowieso nicht mehr treffe. 200 Bar aufgepumpt, ja, 190. Mal sehen, wie weit wir das runterschießen können. Ohne dass ich mir einen bunten Finger hole. Ich baue um hier und los jetzt. Hier bin ich wieder umgebaut und immer noch hungrig. Red Dot, geiles Ding. Ich mache das mal an. Warum geht das jetzt nicht? Ist es an? Dieser Punkt von diesem Red Dot ist genauso klein und fein wie das Red Dot. Umso öfter ich drücke, desto heller wird der Punkt und dann sehe ich sogar ich den. Der Gerät hier, das ist die Ladekammer, oder wie sich das nennt, stimmt da. Umgelabelte H&N, die friemlich jetzt hier drin, ich hasse das eigentlich. Dieses, das ist ein bisschen fummelig hier, oder? Also das ist nicht so schön, aber darum jetzt halt nicht. Heute soll es darum gehen, Präzision, Reichweite und so zu testen. Auf Scheibe, 5 Meter freistehend, immer noch. Oh, der ist ziemlich weit unten gelandet, was ist? Der Schuss ist ja ziemlich weit unten gelandet, das hat was damit zu tun, dass ich so nah dran bin. Natürlich ist ja eine Flugkurve hier von so, über so und dann wieder runter. Das weiß ja jedes Kind. Ich werde jetzt nochmal neu laden und versuchen, dieses
Getier da unten zu treffen. Das ist eine Field-Target-Übungssilhouette. Das ist gelb im Hintergrund, da sieht man es besser, das hebt sich gut vom Schwarz ab. Ich werde mal versuchen zu treffen mit demselben Bild, wie ich da habe. Ungefähr drüber halten sozusagen. Mal gucken. Naja, ich habe drüber gehalten mit Absicht. Ach, ich weiß, woran es liegt. Diese Waffe hat die Eigenschaft, dass der ersten 5 Schuss, das Ding muss ich erst einpeilen. Also alle 5 Schuss mache ich einen Strich, damit wir wissen, wie viel wir jetzt hier verschossen haben. Genau. Also ich musste bei 5 Meter immer noch drüber halten, um das alles hier zu bewerkstelligen. Auf 17 Meter ist das Ding eingeschaffen, auf 10. Versuche ich es nochmal hochzuschießen, das gelbe. Mit genug Bums in der Karete müsste das gehen. Ich schieße. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber ich bin guter Dinge, dass man sehen könnte. Ich mache jetzt 6 Striche auf meinem Blatt Papier und stelle die Kamera um. Bis gleich. So, schon sind wir auf 10 Meter. Ich muss mal gucken, ob das mit der Kamera hin hat. Ich ziehe mal, ich mache mal noch ein Stück zur Seite. Ich schieße. Hier ist immer noch ein bisschen drunter. Ich muss mal kurz vorgucken. Das war Dreck. Muss noch ein kleines Stück höher mit der ganzen Geschichte. Na, das war fast getroffen. Schneide ich raus. Warum geht das nicht mehr? Das war ein Treffer. Aber irgendwie geht das nicht mehr, das Gelbe nicht mehr nach hinten. Ich habe umgebaut. Bisschen schräg, wa? Scheiße. So vielleicht, ja. Mein Hof ist nicht der geradeste. Das hier ist mittlerweile Schuss Nummer 14. Ja, also hier, man trifft. Man trifft von der Entfernung natürlich. Also das sind 10 Meter, was soll das? Gar kein Problem. So mal hier, bloß so vorne mit dem Ellenbogen auflegen und schießen auf dasselbe da unten. Wie ihr seht, hab ich getroffen, aber es reicht nicht mehr von der Entfernung, das da hoch zu schießen. Nochmal auf die Scheibe schießen. In der Mitte. Es gibt nicht viele Leute, die zittern können, wenn sie aufgelegt haben. Ich kann das. Wie wir sehen, macht das eben noch gar nicht. Ich werde da vorlaufen müssen und die Scheiße wieder aufstellen. Ich habe umgeräumt. Hier, 15 Meter. Ich habe so ein Biathlon-Ziel hingestellt. Markus hatte letztens gefragt, ob das die richtige Lochgröße ist, wie beim Biathlon. Da kann ich nur sagen, da habe ich keine Ahnung von. Ich habe so viel Ahnung von Sport wie von freien Waffen. Und die Gesetze dazu. Habe ich Angelsehne. Das sind mehrere hundert Meter, die wir zur Verfügung haben. Die Trefferzone davon ist viel kleiner. Und mir fällt gerade ein, dass ich die gelbe Trefferzone jetzt auch nicht umgelegt habe. Das ist mir auch scheiße, ja, alles jetzt. So, um das mal klar zu machen. Ich renne jetzt nicht nochmal davor, um 30 Meter zu laufen, weil ich zu blöd war. Ich schieße einfach jetzt. Genau, getroffen. Ich versuche hier immer die Striche mitzumachen, sodass wir das nachvollziehen können. Wir haben jetzt 22. Der nächste Schuss, dieselbe Dame, dasselbe Loch. Das war nicht sexistisch gemeint. Na, da haben wir es schon. Meine Ohren sind nicht mehr das, was sie mal waren. Ich treffe einfach nicht. Verdammt. Ich werde weiter auf die schwarze Sonne schießen. Auf die orange Sonne meine ich. Da treffe ich, zum Glück. Da treffe ich, zum Glück. Nee. Ah, jetzt ja. Ich hätte nicht höher antreffen müssen, ich hätte genau mit Punkt auf das Ziel zielen müssen, natürlich. Na, Eiermann frei. Zack. Und wir ziehen um auf... EB 700, da hängen wir jetzt hin. Schuss haben wir jetzt 3, 6, 7, 30 Schuss haben wir. Ein Rattert noch an? Nee, das ist nicht. Ich weiß aber auch nicht, warum das Rattert immer aussieht. Vielleicht hat das so eine Sicherheitsfunktion, dass das noch eine Weile aussieht. Ohne Batterien sind Böller runter. Nein, so ein
diesen Dingen nutzen. Ja. Also ich versuche mal noch ein bisschen was zu treffen da hinten. Das ist ziemlich schwierig jetzt, es wird immer schwieriger. Ich schieße mal auf die Sonne da hinten, ob ich was treffe. Ich habe sie getroffen, denke ich. Aber sie sind umgekippt. Ja, das war Holz. Es wird immer unschöner, was ich hier treibe. Aber man kann es ja mal versuchen. Wa? So, ich versuche nochmal auf so ein orangenes Ziel zu treffen. Wo ist es denn da? So, den habe ich zufällig mal getroffen. Also es liegt wirklich an meiner Ohren, nicht an diesem Gerät hier. Ich muss ein Stück höher anhalten. Setzen den Punkt wieder genau auf das Ziel. Naja, so halbwegs genau, wie ich sehe zumindest. Ach, das gibt's doch nicht. Ich glaube nicht, dass das viel Sinn macht hier, weil wir hier noch treiben. Versuch mal mit dem Eichhörnchen nochmal. Auf jeden Fall habe ich das Eichhörnchen getroffen, nur nicht da, wo ich hin wollte. Ich wollte ins Gelbe. Ich habe schon mal vergessen, Striche zu machen. Wenn es drüber war, muss ich nicht so hoch anhalten. Also. Tatsächlich. Mit Zielfernrohr wäre es sicherlich einfacher. Aber das war ja nicht mein Sinn, den ich heute verfolgen wollte. Ich wollte einfach schießen. Okay, ich ziehe nochmal um. 25 Meter ist für mein bloßes Auge etwas zu viel. Wenn ich Böcke habe, werde ich irgendwann mein Zielfernrohr draufschrauben. Hallo? Meine Karte ist weggeflogen, es wird langsam schlecht Wetter. Ich habe jetzt wieder auf 15 Meter gestellt, ja, weil, was soll ich sagen? Also nicht, dass ich ein sehr schlechter Schütze bin, aber meine Ohren und so, ihr wisst ja. Wir sind jetzt bei 31 Schuss. 25 Meter war das Ende meiner Weite, wo ich hätte treffen können mit meinen Ohren. Aber für mich waren 25 Meter Schluss. Ach du Scheiße. Wie peinlich. Jetzt habe ich es drin. Also das fummelt sich ein bisschen beschissen hier, sag ich mal. Und getroffen. Und getroffen. Also wenn man es gerade hält, muss man ein bisschen an, kann man damit doch treffen. Scheiße! Ich hoffe, ich habe hier noch Diabolus mit unten, nicht, dass das Ding hier über zig Schuss macht hier. Die kann man treffen. Dort ist ein Golfball. Golfball ist noch ein bisschen gefährlicher drauf zu schießen, weil es da so diese fiesen Abpraller gibt. Aber ich lege das Risiko mal ein. Ich versuche einfach mal zu treffen. Ohne weiter dumm rum zu quatschen. Habe ich getroffen. Er pendelt hin und her. Ob man das von hier aus sieht, weiß ich jetzt nicht. Da unten drunter ist noch so ein kleiner Vogel. Das ist für mich sicher schon ein bisschen unerotisch, sag ich mal. Tatsächlich. Wie ist eine Biene? Eine Biene! Ne, das ist ein Wespe. Weg! Ah! 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß nicht, kann mal irgendjemand im 3D-Drucker hier vielleicht sowas machen, dass man... Dass das besser hier? Das ist ja beschissen hier. Weg! Mein. So lieb wie die Bienen sind, um Honig für mich zu machen, drehen sie mich doch ein bisschen auf, wenn sie hierbei rumfliegen. Ich bin bei 120 Bar. Da kann ich ja noch eine Stunde schießen. Ja. Weil er jetzt. Getroffen, sehr gut. Ich weiß nicht, ob man das hier auf der Kamera so richtig erkennt, das Schwein. Das ist irgendwie kleiner als der Bock. Naja, heutzutage ist es ja auch ein Schweinlöwe. Oder wie auch immer. Hier kann ja jeder sein, wie er will und was er möchte. Striche, Striche, Papier. 2, 3, 4. Also nur noch auf Scheibe.
Und zwar, dass die Bewandtnis, dass ich erstmal gucken will, ob ich noch in der Mitte treffe und dass ich nachher sehe, wann der Schuss abfallen. Wir haben bis jetzt 60 Schuss ungefähr. Plus minus 2, 3. Jetzt ist mir Folgendes passiert. Der Diabolo ist hier reingefallen. Guck dich mal den Scheiß an, jo. Da. Da klemmt der Diabolo drin. Sieht man das? Jo. Jo, mal ohne Werbung zu machen. Nehme ich hier diesen Weihrauchkuli. Gut, der ist weg. Aber er ist raus. Wahrscheinlich werde ich das hier mal für euch ein bisschen schneller machen. Also in dem Video, denke ich, ja. Damit ihr euch nicht zu Tode langweilt und das Video nicht nur eine Stunde lang wird. Preis auch. Aua. Also was bei diesem Schaft auch beschissen ist hier. Guck mal, der klappert hin und her. Oh, der macht hin und her hier. Da ein bisschen paar Haare an die Haare. Ein paar Haare an die Arme, an die Hände und so. Und jedes Mal, wenn ich hier anlege und die Haare sind hier dazwischen, dann klemmen die sich ein. Das tut weh. Keine Ahnung, ob man das jetzt sieht. Auf jeden Fall ist der Punkt, was ich euch ja sagen wollte, ich habe das Ende erreicht. Habe ich jetzt noch einen Schuss drin? Ich habe sogar noch einen Schuss drin, ich Armleuchter. Ich renne hier mit einer geladenen Waffe rum, das ist immer ein Scheißendreck. Warte mal, ich schieße mal den letzten Schuss. Also, man kann damit noch treffen. Ich bin jetzt bei 40 Bar, würde ich sagen. Aber die Schuss fallen ab um 2 cm oder so. Das ist meine unglaublich präzise Zählung von Schuss. Bin jetzt hier bei 105. Plus, minus 2-3 Schuss, die ich mir verzählt habe. Das kann passieren. Ich nehme euch jetzt mal mit hier zu meinem Blinking-Platz. Das ist die Scheibe. Hier hatte ich noch Lust. Das sind die ersten vielleicht 40 Schuss. Hä? Das sind die ersten 40 Schuss hier. Da hatte ich noch Lust zu treffen. Dann habe ich einfach so wild rumgeschossen. Es macht schon Spaß, diese Waffe. Das macht Spaß hier. Ja, mein Klappschaft funktioniert. Ist aber leider ein bisschen wackelig, finde ich. Also, der hat mir irgendwas an die 40 Euro gekostet, glaube ich. Ist aber leider sehr leicht anzubauen. Mein Red Dot hier. Mal sehen, ob man das sieht. Wenn er durch, ich weiß nicht, ob man da durchplatzen kann. Was mich ein bisschen nervt, ist das hier. Den Schuss hier einzufügen, hier rinzufummeln, das ist ein bisschen schwierig. Aber was soll's. Schalldämpfer bringt auch ein bisschen was. Ich habe hier so einen günstigen Schalldämpfer von Sportwaffen Schneider, der ein bisschen gelabelt ist. Der kostet 30 Euro, 40 Euro. Was mich auch noch nervt, das hier. Moment. Zu meinem Red Dot gab es diese Kappe dazu hier. So ein Gummi, Silikon-Ding. Das kann man hier draufstecken. So, dann ist das schön und sollte halten. Aber, wenn man die Waffe bewegt und die in den Schrank stellt oder so, fällt es runter. Was mich völlig abnervt. Weil jedes Mal, wenn ich die Knarre hochtrage, fällt mich das auseinander hier. Für den Preis ein tolles Ding. Ich habe vergessen, dass dieser Feierer da ist. So, naja, gut. Macht's gut. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Wir fliegen die Pollen rum. Nicht gut für alle Allergiker. Bin ja auch.